Hallo Leute und willkommen hier bei Liokra. Ja, die Schwebebahn hier funktioniert, allerdings noch nicht ganz sicher. Und zwar machen wir jetzt noch einen zusätzlichen Mechanismus hier rein, der aber eigentlich nur dann benötigt wird, wenn ihr Multiplayer spielt und an einer Station gerade noch iOS oder eingestiegen wird und an der anderen schon der nächste wartet. Dann ist das sinnvoll. Ich erkläre es euch nur an der einen Station, an der anderen müsst ihr es dann selbst nachbauen. So. Und zwar für diesen Sicherheitsmechanismus, der macht erstmal Folgendes. Wenn die Gondel ankommt, wird der getriggert und blockiert dann für eine Zeit lang, bis der Kondensator abgelaufen ist, verhindert der den Abfahrtsmechanismus zu schalten. Das ist einfach dafür gedacht, dass die Fahrgäste in Ruhe Zeit haben, um auszusteigen. Erst wenn der abgelaufen ist, dieser Sicherheitsmechanismus, kann von der Gegenseite die Bahn geholt werden. Zusätzlich kann man optional noch diesen Mechanismus einbauen, der dafür sorgt, dass man, auch wenn hier getriggert ist, das Signal gehalten wird. Allerdings, das ist einfach nur ein kondensiertes Signal nach der Verneinung. Deswegen werde ich das nicht zeigen. Das könnt ihr dann einfach einbauen. Das ist ja eigentlich eine sehr einfache Schaltung. Wichtig ist nur dabei, den Input sehr schwach zu wählen. Deswegen diese S-Leitung. So sicher funktioniert dieser orangene Teil aber auch nicht, deswegen zeige ich den euch auch nicht, der ist ja auch sehr einfach nachzubauen. Wir kümmern uns eher um diesen Teil, und zwar zapft man das Signal am besten hier an, führt es in einen Block, der die Fackel triggert. Die Schaltung habe ich gar nicht im Kopf. Ah ja, so funktioniert sie gut. Das triggert dann durch einen Block, oder durch, besser gesagt durch zwei, dass es so ist, einen weiteren Block mit nochmal einer Fackel. Das ist einfach dafür gedacht, dass man dann die nachfolgende Technik, welche, wie wir es schon kennen, aus einem Trichter und einem Spender besteht und weiteren Redstone, einen ganz normalen Block, den hole ich mir später, Verstärker und Komparatoren bestehen. Das war es einfach jetzt noch, den Block dazu. Gut, jetzt haben wir alles. Ja. Hier kommt ein Spender hin mit einem Trichter, wieder mit Shift. So, jetzt wo nimmt man das Signal am gescheitsten raus? Ah ja, auf der Seite, gut. Das Signal wird rausgenommen. Kommt hier einmal rein, Redstone, danach wird es verstärkt, geht in einen Block, dann in unseren Kondensator, am Ende geht das dann noch, bekommt es einfach raus. Geht dann in unseren Repeater und dann hier rein. Das war es eigentlich schon mit dem Sicherheitsmechanismus. So schwer ist der gar nicht. So, und nun gebe ich euch noch Zeit, wenn ihr wollt, das hier in der inneren, also in der inneren Leitung einzubauen. Ich mache es nicht, weil ich finde, einerseits die Technik funktioniert nicht so ganz gut immer. Und zum zweiten verzögert sie die Abfahrt. Und zum dritten, wenn man auf der Druckplatte stehen bleibt, hat sich diese Technik eher erübrigt. Also quasi nach der Fackel ein Redstone-Kondensator an einen Repeater und dann wieder darauf achten, dass der Input möglichst schwach ist. Dass sich hier der zweite Kondensator schnell entleert. So, ihr könnt jetzt das Video anhalten und es abbauen. Und ich verabschiede mich dann schon mal.
und wünsche euch viel Spaß mit diesem System. Ich bin mir ganz sicher, es kommt noch eine Variante für Anfänger raus, die sich noch nicht so gut mit Redstone-Schaltungen auskennen. In einer deutlich einfachen Variante. Ich muss mir da mal was überlegen, was nimmt man dazu und was nicht. Ja, und während ich mir das überlege, sage ich dann schon mal Tschüss und bis bald. Und danke fürs Zusehen.